Ja, heute schauen wir uns mal den tierneuen Jagdtiger an, gespielt von PGB69 auf der Karte Flugplatz. Ja, 10er, 9er Gefecht, die 8er sparen wir mal außen vor. Und der Damage, ich sag's jetzt schon mal, der wird satt. Und so wie es aussieht, spielt er ihn auch nicht so passiv. Also der Schaden, den er über 300 Meter macht, sind lediglich 1000. Und damit nur ein Bruchteil von dem, was er in Summe in der Runde machen wird. Und das finde ich ja immer sehr schön, wenn ein TD eben nicht nur campen gespielt wird, sondern wenn man da auch dementsprechend aggressiv ans Werk geht. Und normalerweise da oben wird er sich gerne hingestellt oder da hinten sogar. Also von dem her sehr schön, dass er jetzt hier gleich mal Richtung Front fährt. Ja, da hinten haben sie gleich den Ru, den ersten Scout rausgeschossen, ersten und auch einzigen. Also das ist sehr schön für sein Team, sehr schlecht fürs Gegnerteam. So, und er fährt jetzt hier unten entlang. Da ist schon T95 nicht weit weg. In linker Hand T57 Heavy, T10, also da ist schon einiges. Und auch der T54, der gleich mal den ersten da bekommt. Arti haben sie keine, dementsprechend auch da muss er nicht drauf aufpassen. Ja, der T54 ist irgendwie AFK oder was auch immer. Also der ist erstmal auf jeden Fall weg. So, IS-7. Leider nicht gekettet, das wäre natürlich noch schöner. Auf die Kanone geschossen. Auch nicht schlecht. So, und jetzt wird er auf den T10 wohl gehen. Oder auf den M103, aber nee, leider keinen Durchschlag. Ja, aber er hat noch genug Zeit. Er steht hier gut. Kann er wirklich. Also, der hat ja aber auch kuriose Gegner. Der erste T54, jetzt der M103. Und den zündet er an. Und der hat keinen automatischen Feuerlöscher. Das heißt, der ist weg. Und somit 3300 Schaden. Ja, T10. Will es auch mal probieren, bekommt aber auch gleich die nächste Schelle. Also, er ist jetzt schon direkt sehr fleißig an seinem Schaden. So, und auch der T57 Heavy, der bekommt auch mal die Granate von dem Jagdtiger zu spüren. Und er bewegt sich da nicht weiter, deswegen noch mal ein. Und noch mal ein. Und man sieht schon da oben, das wird ja schon langsam ein Flickenteppich. Jetzt hat er sich auch mal verstanden, dass er sich bewegen sollte, aber vielleicht nicht unbedingt so. Der IS-7 dürfte ihn eigentlich ja genau rausnehmen. Genau, das hatte ich erwartet. Da der T95. Absolute Monster. Ah, der erste Schaden. Oh, der T95. Seitlich ist es natürlich sehr schön und einfach ihn zu durchschlagen. Frontal wäre es dann deutlich schwieriger. Oben Kommandantenkuppel. Ne, drüber geschossen. Ah, leider auch nicht. Auf jeden Fall schaut er auch schon böse. Ne.
Also das ist wirklich zum Mäusemelken. Aber jetzt, da unten kommt er durch. Dafür hat er einfach genug Durchschlag. Da funktioniert das dann auch. Und jetzt seitlich nochmal. Nein. Nein, zu knapp. T10. Oh, sehr schön. Den hat er schön getroffen. So, was ist mit dem da oben? Da ist er ja. Das arme Flugzeug musste da direkt zerstört werden. Aber er hat ihn gekettet. Jetzt kriegt er noch den Schuss und damit kriegt er ihn raus. Sehr fein. Und jetzt nur noch da hinten die Jagdpanzer. Hinten ist der erste wieder offen. Der ist noch rappelvoll. Die Frage dann natürlich, wo der zweite ist. Er kennt nichts. Er macht das ganze Camp hier kaputt. Erst das Flugzeug, dann die schönen Zelte. Jetzt wahrscheinlich das nächste Flugzeug. Ja. Ist ihm egal. Arme Flugzeug. War so schön. Hoffentlich saß keiner drin. So, und jetzt die Jagdpanzer, die konzentrieren sich jetzt nur auf den T-54. Und er braucht zwar ein bisschen, bis er da hochkommt, aber... So, jetzt kommen sie rückwärtig hoch. Und da bekommt er die erste Schelle drauf. Muss aber aufpassen. So viel Struktur da auch nicht mehr. Und nochmal einen drauf. Ja, da prallt er ab. Sehr fein. Das kommt ihm gelegen. Nimmt er jetzt den anderen mit, oder? Ne, ich hätte gedacht, jetzt macht er vielleicht den linken. Das wäre ein One-Shot für ihn. Ja, jetzt geht er auf ihn drauf, oder? Ja. Sehr gut. Und jetzt brauchen die anderen nur noch eben von hinten ranfahren an den... Aber er kriegt auch da nochmal einen Hit drauf. Schaut mal bitte oben auf den Schaden. Das ist einfach unglaublich. Und nochmal. Und damit hat er seinen gesamten Schaden von 12.107 erledigt. Und das muss man sagen mit 21 Durchschlägen. Brutale Runde. Hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt eine Runde Jagdtiger spielen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.